wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins 2020 gerutscht. Scheiße, Mann. Halleluja, es ist vorbei. Ich wünsche Ihnen noch allen ein wunderschönes, frohes, neues Jahr. Tschüss! Alle Jahre wieder. Wo ist Bob? Herzlich willkommen zu den diesjährigen Oscars 2019. Mir geht's wunderbar, mein Honigtöpfchen. Pennywise. Nein, ich bin Emo Pennywise. Okay. Die Kamera steht jetzt gerade auf einer Wasserflasche. Ich hoffe jetzt einfach, dass sie nicht runterfällt. Ja, Mann! Die Szene ist nicht witzig, aber ich lache hier Tränen. Okay, ich gebe zu, das ist nicht gerade der beste Winkel. Aber es ist gerade bequem. Ihr könnt mich alles nennen, aber nicht Bücherwurm. Ich bin kein Bücherwurm. Also es sind schon ein paar Neulis gestorben hier drin. Ihr wisst, wer jetzt auf die Patreon-Seite geht und dieses Bild angucken geht. Oh, ja. Okay. Oh mein Gott. Eine Spinne. Ich weiß ja nicht, ob ich es euch schon mal gesagt habe, aber ich kann Spinnen nicht ausstehen bleiben. Ich habe die zweite Staffel von Game of Thrones beendet. Und was ist das bitte für ein Ende? Ich habe so viel Blut gesehen, dass es für ein ganzes Leben reicht. Ich habe gerade Folge 9 von Staffel 3 gesehen. Wisst ihr was? Ich habe jetzt langsam gelernt bei Game of Thrones. Ich finde ab sofort niemanden mehr sympathisch, weil sobald ich ihn sympathisch finde, kratzt er ab. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte aufhören, diese Serie zu gucken, weil diese Serie macht mich kaltblütig und blutrünstig. Ich habe jetzt gerade Folge 2 von Staffel 4 beendet. Und ich will nicht wissen, was es über meinen Charakter aussagt, aber ich bin glücklich. Ja. Mitternacht. Es sind bisher nur die Outlines, die hier sind. Die Outlines. Die Outlines. Und er ist so wunderschön. Er ist so, oh mein Gott. Er ist so schön. Oh mein Gott. Mittlerweile bin ich so, ah, Hammer in den Kopf. Ah, Gedärme raus. Ah, okay. Kenn ich. Oh! Also, wir sind wieder bei diesem komischen Winkel angelangt. Ich habe gerade so ein Video geguckt. Nein! Und das ist einfach nicht ihr Ernst! Nein! Das hat sie jetzt nicht gemacht! Nein! Lucia im Hardcover! Er ist auch im Hardcover einfach nur eine heiße Schnitte. Also, ja! Diese Szene! Du kannst jetzt nicht die Sache 4 lesen! Du kannst es nicht! Du musst das Video schneiden! Und jetzt das Buch! Kevin Cole, ein grausames Spiel von Emily Savannah. Es ist personalisiert signiert und oh mein Gott. Ich weiß
weiß nicht, wie es passiert ist, aber es ist passiert und es sieht furchtbar aus. Behind the scenes. Einfach nein. Ich glaube, ich werde mich in die Ecke verkriechen und einfach nur noch heulen. Das ist alles Cybertypes. Oh mein Gott! Oh, der Prolog, der wird sicher wieder so geil. Oh mein Gott. Es ist so awesome. Dieses Buch, das ist einfach so ein richtiges Wohlfühlbuch. Und J.O. Ich brauche einen J.O. Ja, ich liebe dieses Buch. Oh mein Gott. Mein kleines Neon Birds Fangirl Herzchen ist kaputt. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich bin auf Seite 184 und ratet mal, wie viel ich schon gedreht habe. Nichts. Und ich kann jetzt auch nicht aufhören, um das Read With Me zu drehen. Das heißt, es läuft super. Ich hab grad was gelesen. Und ich habe auch noch nicht wirklich einen Bookboyfriend. Bin ich nicht mehr? Ja. Ja. Und ich habe mir so gedacht, Alter, Sarah, wie konntest du sagen, die sind nur gut? Ich nenne jetzt einfach Namen. Rowan. Seit ich mal eins gelesen habe, weiß ich schon, dass irgendwann Rowan kommen wird. Und ich habe mich so dermaßen auf Rowan gefreut. Und als ich zum ersten Mal den Namen Rowan in Band 3 gelesen habe, habe ich so gedacht, Halleluja, endlich lerne ich diesen legendären Rowan kennen. Ich liebe die zwei zusammen, okay? Ich liebe sie, ja. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, Adrian. Ich mach mich fertig. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Ich will auch einen Rowan. Ja. So, ja. Und komm auf mein Leben nicht klar. Fängt am Ende. Auf Class 5. Und... ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber die Krähen haben gerade eher Probleme. Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt tatsächlich den 7. Teil lese. Wir reden nicht mehr über meinen Schlafrhythmus. Throne of Glass hat mir meinen Schlafrhythmus kaputt gemacht. Bitte was? Ist es einfach... lest es einfach, ihr müsst keine Fragen stellen, vertraut mir einfach in diesem Punkt. Ich bin todmüde und am Book Hangover. Ich bin auf Seite 170 und habe gerade eine Szene gelesen, die ich nicht am Abend hätte lesen sollen. Warum lese ich überhaupt ein Buch, das in einem verrückten Camp mitten im Nirgendwo im Wald spielt am Abend? Warum lese ich dieses Buch überhaupt am Abend? Und ich habe jetzt gerade eine Kopfkinokrise. Ich habe ihn mir schwarzhaarig vorgestellt und jetzt kommt Katinka Engel und will mir erzählen, dass er dunkelblond ist. Seht ihr das? Don't love me, don't hate me, don't leave me. Oh my God! Oh my God, das ergibt ein Bild! Oh my God, das ergibt ein Bild! Ich brauche einen Sam. Und ich bin wieder nicht im Fokus. Es fokussiert die Harry Potter Bücher. Du sollst mich fokussieren. Was haben die Harry Potter Bücher, was ich nicht habe? Und Curse, ich liebe ihn. Und Jackson? Jackson? Oh mein Gott! Und was sehen wir? Oh mein Gott! Kasadim Band 2! Oh mein Gott, er sieht schon gut aus! Oh mein Gott, er sieht... oh mein Gott! 21. November! Da ist... oh Gott! Oh, da ist unser Schätzchen! Oh mein Gott, ist das schön! Ich halte den 4. Teil in meinen Händen! Das ist ein denkwürdiger Moment, okay? Für mich ist es ein denkwürdiger Moment. Ich kann Lucias Gesicht zusammensetzen.
Okay, er ist ein bisschen sch- mein Gott. Er sieht einfach so hübsch aus. Guckt ihn euch an und sagt mir ins Gesicht, dass der nicht hübsch aussieht. Dieser Blick, okay? Guckt euch diesen Blick an. Ich kann nicht mehr lesen. Ich werde es mit Klebeband wieder zusammenkleben. Bei den Weltmeisterschaften in dem Spiel Schere, Stein, Papier beläuft sich die Siegesprämie auf $10,000. Es gibt eine Weltmeisterschaft zu diesem Spiel. Eines der längsten Pokerspiele der Geschichte fand im Birdcage Theater in Tombstone, Arizona statt. Es dauerte 8 Jahre, 5 Monate und 3 Tage von 1881 bis 1889. Nein, 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 Sarah, hör auf! Schön. Ich bin gerade bei der Szene, die mich frustriert wütend macht. Ich habe gerade einmal nur ein Gefühl von absoluter Glückseligkeit und kann einmal nur noch heulen. Charaktere haben mir Gesellschaft geleistet und so gesagt, Sarah, wir wollen das, 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 schreib. Ich habe so gedacht, okay, machen wir. Ich liebe was der Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich liebe das Typ. Oh mein Gott. Ich bin auf Seite. Ey, du musst dir diese Seite merken. Ich bin auf Seite 108. Oh mein Gott. Nein. Ich hab gerade die Sarah 4 beendet. Die Zukunft Sarah kann mich mal, ich werde über dieses Buch reden. Und zwar ausführlich. Oh, die Zukunft Sarah wird mich hassen. Ob ich mich dran halten werde, wir wissen es nicht. Kann mir bitte irgendjemand einen Sinner besorgen? Ich bin auf Seite 125 und ich habe gerade so Aggressionen. Ich vergöttere Sinner, ich will einen Sinner. Falls ihr irgendwo einen Sinner habt, irgendwo im Wandschrank oder so, schickt ihn mir. Das klang jetzt so komisch. Wer flucht in Ophelia's Gale am meisten, Lucia? Lucia flucht am meisten. Sind das eigentlich Spoiler, die ich euch vorlese? Bonusfrage für echte Kenner, nicht nachgucken. Wie lautet Ophelia's erste Kennung? Ich glaube, die letzten Zahlen waren 204. Ich mach 204. Ey, wenn das richtig ist, dann bist du ein richtiger Kenner. Und wenn es nicht richtig ist, ich bin immer noch ein Mega-Fan, okay? Es ist richtig! Oh mein Gott, ich bin so gut, Mann. Oh Gott, ich krieg nicht mal das hin. Oh, Scheiße. Hallo. Irgendwie habe ich es heute mit Rereaden, ne? Ich bin bei Gabriel Scott hängen geblieben. Hallo. Ophelia ist geil, beobachtet mich. Lucia guckt mich auch so an, Anna liest mich. From blood and ash for the queen. Und dann klappte. Oh mein Gott. Auf Englisch hat es 622 Seiten. Und sie haben das wunderschöne englische Cover übernommen. Und wisst ihr, was auch übersetzt wird? Chain of Gold. Chain of Gold von gestern. Rockler wird übersetzt. Oh mein Gott. Bevor ich anfange, mache ich zuerst mal einen Gin Tonic. Oh mein Gott! Deshalb bin ich Köchin und nicht Barkeeperin. So. Ich kann Alkohol gar nicht trinken. Ich krieg diese Dinger ja gar nicht auf. Es ist offen. Oh mein Gott. Nein, ich hab's gemacht, ich hab's probiert. Und ich weiß wieder, warum ich keinen Alkohol trinke. Oh mein Gott, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen verschoben, aber oh mein Gott, guckt ihn euch an! Lucia in seiner ganzen herrlichen Pracht. Und ich finde, das ist so seine Schokoladenseite. Oh mein Gott, Lucia ist da, Schmachten, ja. Ari hat bisher nur den Rücken von ihm gesehen, aber ich sag nur, auch ein Rücken kann entzücken. Und Lucia zeigt mir gerade wieder, warum Ringe attraktiv sind. Weil er hat am Zeigefinger einen breiten Ring aus schwarzem Leder und Silber und ein Lederarmband. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott. Und Aaron und Elias und Bell. Mittlerweile muss ich dieses Buch wirklich mit Klebeband zusammenkleben. Ich mache nie wieder Witze. Ich mache nie wieder Witze. Das war ein Witz, dass ich dieses Buch mit Klebeband zusammenklebe. Jetzt muss ich fast. Es ist einfach traurig. Aber ich lieb's. Das ist sehr zerstörerisch, wenn man die Isara-Reihe wirklich in einem Zug liest. Das ist so einfach zerstörerisch. Ich werde es so lange ignorieren, bis dieser Charakter wieder zur Besinnung gekommen ist.
Ich habe es jetzt halt auf die Kissen geklatscht, aber das hat dem Buch nicht wehgetan. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Ari liebe? Primus? Was ist die Mehrzahl von Primus? Einfach Primus? Der Primus, die Primus. Jedenfalls sind einfach zwei von dieser Gattung vorgekommen. Jetzt bin ich noch im siebten Himmel. In 30 Seiten wird das anders aussehen. Aber irgendwie habe ich den Sinn vom Leuchtschiff nicht ganz verstanden, weil die Seiten sind so. Merkt man's? Fast nicht, oder? Was kann ich sagen, damit die Leute, die das Buch gelesen haben, wissen, was ich meine? Und damit die Leute, die das nicht gelesen haben, nicht gefordert werden, was kann ich sagen? Sagen wir so, es ist die heiße Szene. Oh mein Gott. Oh. Dieses Buch ist einfach nur so unglaublich toll. Das erste wären Nastücher. Das zweite wäre Schokolade. Und das letzte und vielleicht sogar wichtigste, das Kissen. Sie meinen aber nicht Vic wie in Victor, also meine kleinen Honigtöpfchen. Was ist los? Sag mal, seit wann hast du eine Brille? Seit ich herausgefunden habe, dass ein gewisses Puschelbärchen auf Brillen steht. Zu viel Informationen, Vic. Mäuschen, genieß es einfach. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass gleich ein ganzer Haufen toller Typen da ist. Ich habe Aggressionen. Guten Tag, Elida. Wie geht's Ihnen denn so? Aggressiv und dezent eifersüchtig. Die haben zwei funktionstüchtige Beine. Sie können aufstehen. Nein. Ich würde mir die Füße alle schärfer beim zerbrochenen Herzen auf den Boden aufschneiden. Also zum Beispiel, ich sage zu Ricola Tafeli, in Zürich sagen sie zu denen Zeltli. Ich hoffe einfach, es wird nicht schwarz, wirklich. Wo bin ich gesehen? Und dann einfach aus dem Handwerk raus, so weit. Oh! Oh, oh, oh. Irgendwann werde ich die ganze eine Reihe einfach... Ich habe jetzt gerade auf Schultisch gesehen, oder? Und irgendwie sieht es gerade so aus, als hätte ich heftige Augenringe. Ich weiß, dass ich Augenringe habe, aber doch nicht so feste. Oh mein Gott. Und jetzt fliegt gerade ein Flugzeug vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja. Ich liebe dieses Buch einfach. Rage and Ruin. Es ist signiert. Es ist signiert. Es ist signiert. 600 Seiten. 600 Seiten. Und wisst ihr was? Ich habe mich... Ja, scheiße, Mann. Ich habe mich gespoilert. Warum? Warum? Ich habe mich gerade gespoilert, Mann. Du, Sarah, im Juli, da hast du dich gespoilert. Weißt du noch? Ich hält mir jetzt einfach ein, dass es nicht schlimm ist, dass ich mich für den fünften Dark Elements Teil schon gespoilert habe. Es ist nicht schlimm, Sarah. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Weil das Glas, auf dem ihr steht, steht gerade auf dem Buch. Der Schlaf ist noch zu nah. Ich kann nicht richtig rechnen. Ein Viertel? Nee, es ist mehr als ein Viertel. Keine Ahnung, so zwischen Viertel und Drittel. Scheiße, geschäbigt, hat sich so überlegt. Ich will das Herz der Leser und Leserinnen zerbrechen. Aber ich mach das nicht irgendwie auf den letzten 10 Seiten, nö. Ich mach das durchgehend auf den letzten 80 Seiten. Da kommt gerade eine Katze, die nicht mir gehört. Ciao. Diese Tasche hat hier oben einen Reißverschluss. Es ist Obsidian inspiriert. Habe ich jetzt gerade den Reißverschluss kaputt gemacht? Nein, habe ich nicht. Und ich habe gerade eine Szene gelesen. Oh mein Gott. Ich habe gerade eine meiner absoluten Lieblingsszenen gelesen. Ich war so, oh mein Gott. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wer ist das nicht? Also so oft, wie ich mich wie ein Vollpfosten verhalte. Ja, also jeder verhält sich irgendwann mal wie ein Vollpfosten. Auch Rowan und Recent und Damon und Luke, alle verhalten sich irgendwann mal wie ein Vollpfosten. Aber... Sie sind trotzdem alle so toll. Das Bookboyfriend-Flittchen ist gerade wieder durchgekommen. Wisst ihr, was komisch ist? Irgendwie liebe ich es, so mitten in der Nacht auf diesem Sessel zu hocken und einfach nur zu heulen. Meine Gesangsqueen ist Fosia? Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Und sie hat ein neues Lied rausgebracht, und zwar How It All Works Out. Und ich höre es in Dauerschleife. Und dann habe ich ein Buch gesehen und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich will... Oh, du! Du! Der Vogel möchte auch was sagen. Es sind gerade sehr viele Vögel bei mir im Garten, die irgendwas zu sagen haben.
Ich verstehe einfach nicht, wie ich so viel labern kann. Damon Black ist wirklich einfach ein Unikat. Sehr gut. Gut. Das ist gut. Empfehlenswert. Ich muss sagen, dass es sehr gut ist. Perfekt. Ich muss sagen, dass alle seine Nase. Ja. Ich habe gerade gemerkt, dass ich ein neues Wort auf meiner Lieblingswörterlisten habe, und zwar zerbersten. Zerbersten! Oh, oh mein Gott! Liegt es daran, dass du vorher auf den Boden gefallen bist? Ja, meine Kamera ist auf den Boden gefallen. Ich glaube, das ist jetzt einfach die Rache von ihr, dass ich sie auf den Boden... Ich habe sie nicht auf den Boden geworfen, sie ist runtergerutscht. Ich habe das nicht absichtlich gemacht, Kamera. Wo war ich? Jetzt bringt sie mich auch noch raus. Ah, jetzt willst du mich in den Fokus nehmen, hä? Der Satz, Sarah redet mit einer Kamera, kriegt jetzt gerade eine ganz neue Bedeutung. Ich zitiere jetzt einfach mal Damon. Wenn ich Redemption im Januar in meinen Händen halte, wird mein innerer Bücher-Nerd einen Nerdgasmus haben, okay? Zwei Erklärungen zu diesem Clip. Erstens, die Hintergrundgeräusche sind meine Mutter mit dem Staubsauger. Und zweitens, mir ist bewusst, dass ich eine Sonnenbrille drin trage, aber meine andere Brille liegt draußen. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin zu faul, um jetzt meine andere Brille draußen zu holen. Wespe. Geh weg. Okay. Ich weiß, man sollte sich ruhig verhalten, aber ich glaube, ich nicht ruhig verhalten, wenn dir mein Kopf fliegt. Mein Körper ist einfach resistent gegen Kondition. Wenn ich irgendwie Sport mache, meistens ist es halt eben Job. Dann gehe ich nicht alleine joggen. Also ich gehe schon alleine joggen, aber ihr kennt sicher diese Typen in Büchern, die so Trainer sind und so. Ich gehe dann joggen. Stell mir einfach vor. Ich habe einen von diesen Trainern entweder im Nacken oder vor mir. Und ich musste irgendwie beeindrucken. Ich habe gerade Your Name fertig geguckt. Und habe 15 Minuten mit mir selbst debattiert, ob ich sie jetzt ansprechen gehen soll oder nicht. Ich habe wirklich mit mir selbst so gedacht, was ist, wenn sie es nicht ist? Was ist, wenn sie gerade im Stress ist? Was ist, wenn sie keine Zeit hat? Was ist, wenn sie keinen Bock hat? Was ist, wenn sie es nicht ist? Herzlich willkommen zur ersten Folge Sarah allein zu Hause. Ich habe ja irgendwann im Laufe des Tages heute gesagt, dass das irgendwie auch gleich so ein Experiment ist, ob ich dazu gemacht bin, allein zu wohnen oder nicht. Ich habe jetzt für mich entschieden, eine Ein- oder Zweizimmerwohnung allein ist okay, aber nicht so eine riesen Hütte wie jetzt. Und ich habe jetzt gerade was gelesen. Es war Casey, ein Corona in der Hand. Ich kann Corona nicht mehr normal lesen. Irgendjemand sollte diesen Autoren und Autorinnen einfach mal sagen, dass das nicht nett ist, wenn man den Lesern und den Leserinnen so wehtut. Es ist nicht nett. Nein. 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 Ich will einfach. Ich will nicht mehr. Versteht ihr, was ich meine? So diesen... Dieses... Ich kann es nicht erklären. Kann mir irgendjemand sagen, warum ich das mache? Irgendjemand? Kann mir irgendjemand sagen, warum ich mir das antue? Ich weiß es nämlich nicht. Merkt man, dass ich dezent verzweifelt bin? Ich habe gerade all your kisses beendet. Ich bin fertig mit der Welt. Das sieht schön aus, ne? Nicht so viel. Scheiße, brennt das! Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mir das antun will. Oh, nein! Scheiße ist es nicht. Punkt 1. Lucia de Marais. Nein. Punkt 2. Band 2 ist noch genialer als Band 1. Nein. Lies einfach dieses Buch. Sehr optimistisch von Ihnen, wenn Sie denken, dass ein Kleber reicht. Nein! Ich habe den Prolog gelesen und das wird wehtun. Ich werde es in meiner Ecke weiterholen, okay? Viel Spaß. Danke. Ich finde meine Brille nicht. Ich habe Angst, dass ich mich jetzt draufgesetzt habe und sie jetzt kaputt ist. Ich bin so die Person, ich schmachte dann von Weitem, sage ja, gefällt mir, und dann laufe ich weiter.
Ich überlege gerade ernsthaft, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, weil ich stehe gerade an der Autobahn, aber ich überlege gerade ernsthaft, zu einer Ruine zu gehen, okay? Kurze Frage, warum kann Ophelia nach dem Joggen nicht einfach ein warmes Bad nehmen? Und gut ist, warum geht sie auf eine Ruine? Und vielleicht treffe ich ja noch auf meine Lucia. Wer weiß. Mir ist noch ein bisschen heiß. Ich fahre jetzt 2 Stunden an einen Ort und ich habe keinen genauen Plan, was ich an diesem Ort machen werde. Ich mache es einfach. Ich bin jetzt im Berner Oberland. Und warum bin ich hier? Ich hatte so eine Idee und zwar hat Julia Dippel eine Challenge ins Leben gerufen und zwar die Kassadim Kreativ Challenge. Ich habe das Gefühl, ich bin hier total falsch. Ich bin jetzt... Die Möwe will auch was sagen. Denkt ihr, Noir ist wütend auf mich, wenn ich eine Ruine nehme, um die Schattenfeste darzustellen? Und ihr fragt euch jetzt sicher alle, wo denn die ganzen verurteilten Seelen hinkommen, oder? Inmitten von Dunkelheit, jenseits der schwarzen Treppe, befindet sich die Schattenfeste. Das Reich der Strafe. Die Heimat des Schattenvolkes. Sie bestrafen die verurteilten Seelen. Bis hoch in den Himmel türmt sich das Gebirge. Die Schattenfeste ist wie Kasadim selbst. Ein Gleichgewicht aus Grausamkeit und Schönheit. Ein wunderschönes Land inmitten von Dunkelheit mit der Aufgabe zu bestrafen und trotzdem voller Liebe. Ich freue mich auf Recent! Recent! Ich merke bei diesem Reread wieder, warum ich mich in Recent verliebt habe. Also. Ich werde jetzt was ziemlich Trauriges vorlesen. Ratet mal, welcher Schlafrhythmus zurück ist. Der Sarah J. Maas Schlafrhythmus, weil es ist 2 Uhr morgens. Und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts, aber ich bin so zu tun. Sie reden, sie scherzen, sie tun alltägliche Dinge und sie haben Sex. Also, das ist eigentlich das, was sie in diesem Buch machen. Und irgendwie hoffe ich auch, dass es ein bisschen aussieht wie der Morgen, wie so ein Sonnenaufgang. Um meine Entscheidung zu verstehen, warum ich ausgerechnet... Es ist schon schwer, hä? Ja. Mir schmeckt's. Gut. Haben Sie umgeräumt? Ja. Sieht schön aus. Ich weiß. Ich will Band 2 nicht lesen. Der Highlord der Nacht. Der Lord des Hofes der Träume und der Albträume. Der Herrscher über Velaris. Der wunderbarste Highlord, den es gibt. Reset. Du wirst ihn lieben. Nein! Stur! Sag ich doch! Es ist 7:30 Uhr abends und ich werde jetzt anfangen, dieses Video zu drehen. Ich sehe mich jetzt schon um Mitternacht immer noch hier stehen und immer noch über Throne of Glass fangirlend, aber ja, ist okay. Was? Da hockt jemand in deinem Büro. Und wer? Wer wohl? Ich leider weiß, dass es 2 Uhr morgens ist. Uhrzeiten spielen in der Throne of Glass Sucht keine Rolle mehr. Und sie hat Band 5 beendet, also hab bitte ein bisschen Verständnis. Leider, es ist 2 Uhr morgens. Sie können nicht von mir erwarten, dass mein Kopf noch funktioniert. Sarah J. Maas spielt gerade Psychospielchen mit uns allen. Wir alle denken, dass Hunt Tamlin ist. Aber was ist, wenn Hunt Reese ist und es gar nie einen Tamlin geben wird? Aber was ist, wenn Hunt Tamlin ist und Recent erst noch kommt? Sarah J. Maas Bücher zu lesen ist immer ein Risiko. Dazu! Au. 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 Hi, wait! Real life. Is this a fantasy? Ui. Hast du das 8D? Ja. Galileo! 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 Galileo Figaro! Jeder Tag ist ein Geschenk, Ru. Ich sitze jetzt draußen im Garten und ich habe gerade gefrühstückt à la Hugo aus Love is Love. Ich bin in ein anderes Dorf gefahren. Also ich hab schon was getan, damit ich diese Eiscreme kriege. Und wisst ihr, was traurig wäre? Wenn ich diese Eiscreme gar nicht mag und werde joggen gehen. Warum joggen so viele Charaktere in Büchern? Warum? Ich glaube, Seth war alles amüsant. Er ist es sicher schon von Josie gewohnt, also von dem her. Das heißt, ich mache jetzt die nächste Sache auf meiner To-Do-Liste und zwar ist das Haare schneiden. Ja, ich werde mir meine Haare selber schneiden. Habe ich das schon mal gemacht? Nein. Werde ich es trotzdem tun?
Ja, das kommt ab. Die Nägel sind jetzt gemacht und sie sehen aus wie von einem Kindergartenkind, aber ist egal. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber hier ist gerade eine Wespe und die hat sich irgendwie zum Lebensziel gemacht, mich die ganze Zeit anzufliegen. Da. Ich schmeiß den Stift nach unten. Dann fällt sie sicher weg. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich durchlaufe. Wirklich nicht. Also Elizabeth. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Elizabeth. Wir sind 4000 Leute auf diesem Kanal. Ich habe das Gefühl, dass ich das 1000 Abonnenten Gewinnspiel erst gerade gemacht habe, okay? Okay? Und irgendwie habe ich es noch nicht ganz realisiert, dass jetzt 4000 Leute hier sind. An dieser Stelle möchte ich jedem einzelnen Dankeschön sagen, der hier ist. Ja, ich werde jetzt um 10 Uhr abends alleine in meinem Zimmer Rimas trinken. Einfach weil ich es kann, okay? Ich kann es doch nicht, ich krieg's nicht auf. Doch. Die letzten Mal hat es so gut funktioniert und jetzt nicht. Ah, jetzt. Oh. Ja, wir gönnen uns, ne? Ich habe den falschen gekauft. Irgendwie schmeckt der anders als sonst. Habe ich den falschen gekauft? Nein! Oh Gott. Ihr müsst wissen, ich gehöre zur Fraktion Personen, die Spaghetti schneiden, weil ich es nicht hinkriege. Okay, 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 das wird heiß. Also die Nudeln sind schon mal lecker. Neuheiten. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Nein. 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 Oh, oh mein Gott! 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 Der eine ist eine Fae, der andere ist ein Dämon. Aber willst du die Gemeinsamkeit zwischen den beiden wissen? Beide sind einfach nur genial und wir wollen beide. Ja. Sarah und ich wollen einen Roth und einen Reese. Wir Bücherflittchen hier. Also falls ihr das jetzt schon witzig findet, ich habe mal meinen Kopf gedreht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich werde immer zu alt geschätzt. Wow! Das ist ein neues Level von zu alt geschätzt.
durfte was machen. Und zwar hat mich der Bookstar angeschrieben und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich geschrien habe, ne? Weil sie haben gefragt, ob ich eine Laudatio halten möchte für Ophelia Scale, weil Ophelia Scale auf der Shortlist ist. Das heißt, Ophelia Scale hat 15 Minuten die Chance, um den Bookstar zu gewinnen. Ich soll eine Laudatio für Ophelia Scale halten? Wow! Scheiße, bin ich hier richtig? Es passiert einfach nichts. Ist das Ophelia's Game? Ja. Liest du es gerade? Ich hab's gerade beendet. Ich hab gerade bei der Preisverleihung eine Laudatio gehalten. Ich hab gerade meine Zahnabbildungen gefunden, die sie gemacht haben, als ich meine Spange reingekriegt habe. Falls ihr euch fragt, hat sie jetzt ernsthaft die Weihnachtsdeko am 1. November schon rausgekramt? Ja? Ja, das hat sie! Oh mein Gott! Und sie hat auch mal in irgendeiner Story gesagt, dass Belle so ein paar Leichen im Keller hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott, guckt euch diese Illustration an! Oh mein Gott! Meine Babys, my brightest night von Top Outside Signed Edition. Tata! Oh mein Gott, ich brauche dieses Buch auf Deutsch! Warte, sieht man's? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kuchen ist Liebe und hinten ist noch ein Gerda-Kuchen drauf. Und dann das letzte, damit ich auch im Sommer was zum Anziehen habe, das Storytime. T-Shirt. Und um 13 Uhr ist der Talk mit Lena Kiefer, also so ein Livestream. Da muss ich noch rausfinden, wie das funktioniert. Übrigens, der Talk mit Lena Kiefer, habe ich das gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt, oder? Der Talk mit Lena Kiefer war wieder mega toll. Sobald die Lindlauf Convention wieder live und im echten Leben stattfinden kann, werde ich, glaube ich, mal auf die Lindlauf Convention gehen, weil ich war noch nie dort. Und wieder losholen, Mann. Mein Handy hat sich daran erinnert, dass die 2-Jahres-Garantie abgelaufen ist und hat sich jetzt spontan dazu entschieden, einfach nicht mehr zu funktionieren. Todeszeitpunkt Sarah, 10. November, 23.13 Uhr. Grund, Julia Dippel. Bitte was? Guckt euch dieses Bild an, Mann. Leute, ist das die Postkarte? Oh mein Gott. Oh mein... Oh mein... Oh mein Gott! Ganz ehrlich, ohne diese Freundin würde ich nicht weiter gucken. Oh mein Gott! Meine Güte, Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich spür's, dass dieses Buch heute irgendwann noch an der Wand landen wird. Weil in diesem Buch gibt's einen gewissen Charakter. Der nennt sich Noir. Ich liebe dieses Buch einfach. Und es ist gerade was passiert, das mir weh tut. Also Band 1 war ja schon genial. Aber Band 2 toppt einfach noch mal alles, weil... Oh mein Gott! Ich lese jetzt die letzte... Ich hab Angst, Mann. Ich will nicht. Ich hab's erst. Nein! Nein, 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 nein. Es schneit. Es hat einfach geschneit. Darf ich vorstellen? Herbert. Das ist mein neuer bester Freund, zu dem ich eine Hass-Liebes-Beziehung habe. Er ist ein heißer bester Freund, okay? Dreimal dürft ihr raten, wer mich verlassen hat. Herbert hat mich einfach alleine gelassen. Läuft zwar arschkalt, aber es läuft. Das heißt, wir haben im oberen Stockwerk einfach die Arktis. Die Heizung funktioniert wieder. Es heizt. Und sonst läuft's heute nicht. Das ist so eine Idee, das ist so eine Achterbahn, wie ich sie finde. Also im einen Moment denke ich so, das ist die geilste Idee, die ich je hatte. Und im nächsten Moment denke ich mir so,
Bist du dumm? Sag hallo, Flock. Wir sind gerade emotional zerstört. 9 Stunden damit verbracht, den einen Bookboyfriend zu finden. Das ist das Bild, das sie gestern gepostet hat. Alles klar. Und das ist das Bild, das sie heute gepostet hat. Und zwar der lesende Noir. Und ich sitze da und denke mir so, okay. 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 Ich habe gerade die erste Staffel von Vampire Diaries beendet. Also damit habe ich nicht gerechnet. Es ist 2:30 Uhr. Ja, ich habe jetzt gerade die 11. Folge von der 2. Staffel beendet. Das heißt, ich habe heute jetzt bisher 14 Folgen geguckt. Wie konnte diese Sache so dermaßen eskalieren? Das war nicht geplant. Das Zitat ist nicht ganz so gut wie der Kilt, aber es kommt nah dran. Aber das meine ich, wenn ich sage, dass ich das Zeugs nie gerade hinkriege. When We Hope von Anne Petzold, der 3. und letzte Teil der Next Trilogie. Und oh mein Gott, ich freue mich so. Ich fange einfach an zu grinsen, weil oh mein Gott. Ich liebe einfach diese Reihe. Ich habe When We Hope beendet. Ich existiere, dann existiere ich weiter, dann esse ich was, dann existiere ich wieder. Zwischendurch atme ich, dann inhaliere ich BTS. Und jetzt sitze ich hier, 1212 Wörter später, und habe mich selbst zum Heulen gebracht. Ich atme, produktiver wird's heute nicht mehr. Das ist so mein Tagesmotto. Dann kam so der Gedanke, ich möchte nur wissen, wie sie heißen. Und jetzt sind wir hier. Na? Also mittlerweile kann ich mir ein Leben ohne BTS nicht mehr vorstellen. Ich sitze jedes Mal einfach so da und denke mir so, ist er ein Mensch oder ist er ein Engelmann? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gott, das ist schön. Oh mein Gott. Guckt ihn euch an und sagt mir, dass er nicht einer der schönsten Männer ist, die es gibt, okay? Oh mein Gott. Love yourself, her. Es ist eine Sucht, okay? Es ist eine Sucht. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ich habe eine Sucht. Ich habe mit 15 meine Kochausbildung angefangen und mit 18 habe ich sie abgeschlossen. Und dann bin ich gleich in meinem Lehrbetrieb geblieben und da war ich jetzt 2 Jahre lang, also 2018 bis vor einer Woche, glaube ich. Weil im... Gott, wann war das? August, glaube ich. Ich glaube, Anfang August habe ich bei meinem Arbeitsplatz, bei dem ich für 5 Jahre lang war, gekündigt. Diese Bücher haben mir gezeigt, dass das Leben zu kurz und zu ungewiss ist, um Träume aufzuschieben. Und seit einer Woche bin ich arbeitslos. Ich habe keinen festen Anstellungsplatz. Die nächsten 9 Monate habe ich Zeit, um die Dinge zu machen, die ich bereut hätte, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du hast noch 4 Wochen, weil ich sie nicht gemacht habe. Dann, ich bin gerade auf Stellensuche. Ich hatte auch schon meine Bewerbungsgespräche. Zurzeit bin ich gerade am Schnuppern, weil ab August 2021 möchte ich eine Ausbildung zur Buchhändlerin anfangen.